First-Come-First-Served-Regel. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Na, kennen wir. Ja, alte Regel, als man zu den Mühlen gefahren ist, als die Bauern zu den Mühlen gefahren sind, um das Korn zu machen. Auch eine Werkstatt. Ja, die Mühle ist nichts anderes als eine Werkstatt. So, wer zuerst kommt, mal zuerst. Daher kommt der Spruch. Das heißt, der Bauer, der früher aufgestanden ist als der andere, der als erster da vorne war, der darf auch zuerst mal. Also, der Auftrag hat Vorrang, der zuerst da war. Der Auftrag hat Vorrang, der zuerst da war und da meint an der Werkstatt, an der Mühle. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist etwas, was wir in den meisten Fällen als gerecht empfinden. Beziehungsweise wir empfinden uns als ungerecht, wenn jemand aus einer Schlange sich vorträgt. Ey, ich war eher da, sie stand hinter mir und so. Also das ist eine Regel, die wir als gerecht empfinden. Und die Briten machen das ja sogar, wenn sie da für einen Bus anstehen. Dann stellen sie sich an so eine Schlange. Das saugen die mit der Muttermilch schon auf. Schlange stehen. Das machen die also überall. Ja, sogar an der Straßenbahnhaltestelle oder Bushaltestelle, wo noch gar kein Bus da ist, stehen die schon an der Schlange hintereinander. Und die stehen dann so und steigen dann auch so in den Bus ein. Das lieben die. Das lieben die. Ja? Also da in so einem Land kann man das natürlich auch besonders gut machen. Schlange stehen. Queuen.